So, Leute, dann sind wir beim nächsten Booster. Und dieses Booster wurde mir zur Verfügung gestellt von einer anonymen Person, die nicht genannt werden möchte, der aber gesagt hat, hey, Blacky, öffne mal den Kram. Das ist bestimmt voll cooles Stuff drin. Und hab Spaß damit. Und zeig das den Leuten mal. Und ich freue mich, wenn ich das auf Video sehe. Das ist ein Video von dir. Du hast schon ein paar mehr Videos bekommen. Da wirst noch ein paar Videos kommen. Ich habe echt ein Riesenpaket bekommen. Und ja, ich verteile das so ein bisschen über die Zeit hinweg. Und wir gucken uns heute an, ich gar nicht gesagt, Martial Machine, Aftermath, Epilogue, Booster. Gucken wir uns rein. Wir haben einen Markov Baron. Sehr coole Karte tatsächlich. Ich glaube immer noch, dass die Pioneer in dem Vampire-Deck eigentlich ganz cool gespielt werden kann. 3x2/2 mit Convoke, Lifelink, andere Kreaturen kriegen +1/+1 und Madness. Ich glaube wirklich, dass die in den Vampir-Decks gut gespielt werden kann, dass hier einfach nur gerade die Madness der Magic-Spieler, die halt echt keine Lust haben auf das Set, weil das Set nicht so gut angekommen ist, einfach hier dort durchgreift. Dann haben wir einen Copycat Vanguard, davon brauche ich noch ein paar. 2x2/2, jeder Human kriegt +1/+0 und hat Ward 1. Eine meiner absolute Favorite-Karten innerhalb dieses Sets. Dann haben wir Rebuild the City. Rebuild the City. Ein grünes, ein rotes, ein schwarzes, drei farbloses Sorcery. Wir suchen uns ein Land aus. Dann kreieren wir drei Token, die Kopien sind, außer dass die 3/3 Kreaturen zusätzlich sind und Wachsamkeit Menace haben. Was? 6 Mana, wir kriegen 3 Länder, die dann noch 3/3 sind. Das ist ja sick. Das ist ja wirklich sick. Dabei muss man jetzt sagen, die Booster haben nur 5 Karten drin. Und wir haben jetzt schon 2, 3. Und hier ist die 4. Death Rattle Oni. 7 Mana, 5/4 Flash. Kostet 2 Mana weniger, wenn in diesem Krug eine Kreatur gestorben ist. Dann kostet er halt 5 Mana, 5/4. Und wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir alle Kreaturen, die diesen Zug Schaden zugefügt bekommen haben. Das heißt, wir haben immer so 2 Uncommons, 1 bis 2 Uncommons. 2 Uncommons, eine Rare, eine Foil und eine Special Art. Und das ist in diesem Fall Cosmic Rebirth. Ein weißes, ein grünes, ein farbloses Instant. Wir suchen uns permanent aus dem Friedhof aus. Wenn es Mana Value 3 oder weniger hat, können wir ins Spielfeld bringen. Wenn es höher ist, nehmen wir es auf die Hand und dann kriegen wir 3 Leben. Dazu noch ein 3/2 Spirit Token. Und ja, das ist Aftermath. Aftermath ist wirklich seltsam für mich. Es erinnert mich ganz, ganz stark so an Homelands, das einfach über Jahrzehnte hinweg einfach das schlechteste Set der Welt gemacht wurde, weil es auch nur so wenig Karten drin waren und alles so weird und seltsam zusammengewürfelt und es hat nicht zusammengepasst. Und Homelands, ihr könnt mal googeln, die Booster sind mittlerweile teuer. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann Aftermath-Karten auch teuer werden. Aber ich bin kein Financer. Dementsprechend werde ich euch dazu nichts sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alblackseed. Ciao, ciao.